5 Dinge über Mario, die du nicht kennst. Das soll heute das Thema sein und damit begrüße ich euch recht herzlich zu einem erneuten Theo-Video. Und ich habe mich wirklich nochmal auf die Suche gemacht nach 5 unbekannte Fakten über Mario, kleine Geheimnisse über diesen kleinen Typen. Schreibt mal bitte in die Kommentare, wie viele ihr noch nicht kanntet. Und liebe Leute, im Januar geht es jetzt wieder richtig saftig los mit knackigen Videos und deswegen habe ich mir gedacht, mache ich mal ein Gewinnspiel für alle Abonnenten, die immer noch aktiv hier auf diesem Kanal sind. Und zwar erstmal was Kleines, und zwar diese Mario-Amiibo. Die habe ich damals in der Special Edition von Mario Maker dazu bekommen und habe mir gedacht, die verlose ich für euch. Ihr müsst einfach Abonnent sein und kommentieren. Ich löse das Ganze Ende Januar dann auf und ich würde sagen, wir fangen jetzt an mit den 5 Sachen. Viel Spaß, los geht's! Der erste unbekanntere Fakt ist, dass Mario mal in einem Krieg verwickelt war, in einem Spiel, und zwar in einem Game & Watch Spiel damals, was 1983 rausgekommen ist und was heutzutage gar nicht mehr so vertreten werden könnte von Nintendo, weil Mario da wirklich in Uniform andere Menschen mit einer Bombe töten muss. Und zwar hat sich da Nintendo auch zu dieser Zeit an dem Vietnamkrieg orientiert, was eigentlich heutzutage absolut absurd ist, und das Spiel trägt auch den Namen Mario's Bombs Away. Der zweite Fakt ist was ihr euch wahrscheinlich schon immer gefragt habt, und zwar wie alt Mario eigentlich ist. Und das ist wirklich ein Geheimnis, was Shigeru Miyamoto vor einigen Jahren in einem Interview gesagt hat, und zwar, dass Mario so um die 24 bis 25 Jahre alt ist. Was irgendwie einfach nur komisch ist, weil auch in dem Super Mario Bros. Film wurde er von einem Schauspieler gespielt, der über 60 ist. Aber trotzdem scheint es Fakt zu sein, dass Mario so Mitte 20 ist. Ich glaube, er sieht einfach nur so alt aus für uns, wegen dem Oberlippenbart, weil ohne diesen sieht er, glaube ich, auch ziemlich jung aus. Als nächstes haben wir ein kleines Geheimnis über die Goombas aus dem Super Mario Bros. Spiel, beziehungsweise aus so gut wie allen Mario-Spielen, weil die Goombas einfach schon zum Standard-Gegner-Inventar dazugehören zu jedem Mario-Spiel. Aber ganz insbesondere im Super Mario Bros. Spiel stand im Handbuch, also in der Spielebeschreibung, dass die Goombas ehemalige Bewohner des Pilzkönigreichs sind und sich gegen das Pilzkönigreich irgendwie gewendet haben und jetzt auf Bowsers Seite sind. Da fragt man sich, waren sie damals auch Toads und wurden vielleicht irgendwie verwandelt? Oder ist da immer noch etwas dran mit der Theorie, dass Peach vielleicht böse ist und die Goombas eigentlich die wirklichen Bewohner des Pilzkönigreichs sind, die jetzt einfach nur ihr Königreich mit Hilfe von Bowser zurückerobern wollen? Fragen über Fragen. Fakt ist aber, die Goombas waren ehemalige Bewohner des Pilzkönigreichs. Jetzt habe ich noch einen allgemeinen Mario-Fakt, und zwar die Hammer Bros, die man ja kennt. Aus vielen Spielen, zum Beispiel aus dem NES-Klassiker Super Mario Bros, hüpfen diese ja immer nur hoch und runter auf diesen komischen Plattformen. Und jetzt kommt wirklich ein kleines Super Mario-Geheimnis, was ich selber vor der Recherche hier nicht kannte. Und zwar, wenn man 15 Sekunden einfach wartet, weil, Leute, ganz ehrlich, das muss man einfach ab und zu, um den richtigen Moment abzupassen, wenn man nicht so viele Hammer fliegen, dann gehen diese Hammerbrüder auf Mario zu, nach 15 Sekunden, und greifen ihn an. Ich dachte immer, die bleiben auf diesen Plattformen stehen, beziehungsweise springen hoch und runter, und die Schwierigkeit ist es abzupassen, wann man letztendlich zu denen geht und sie dann weghaut. Aber nach 15 Sekunden kommen die Hammerbrüder einfach straight zu Mario und wollen ihn töten. Als letztes noch ein kleines Geheimnis aus dem Klassiker, aus dem Kult-Mario-Spiel Super Mario Bros. Ich weiß, heute sind ziemlich viele Fakten über Super Mario Bros. Aber wusstet ihr, dass alle Bowsers, bis auf den letzten, in dem letzten Schloss, alles Fake-Bowsers sind, die verzaubert wurden und nur äußerlich wie Bowser aussehen? Man kann ja entweder auf den Hebel springen und die Brücke kaputt machen, dann fällt einem das nicht auf. Aber wenn man diese mal mit einer Feuerblume zerschießt, dann verwandeln sich diese Fake-Bowsers in ihre Ursprungsform, zum Beispiel ein Goomba oder ein Lakitu, und fallen dann erst in die Lava. Und das ergibt auch eigentlich viel mehr Sinn, dass nur der letzte Bowser der richtige ist und dass alle davor verzaubert wurden. Das waren 5 Geheimnisse über Super Mario Spiele oder über Mario halt selber. Schreibt mal bitte in die Kommentare, wie viele ihr noch nicht kanntet. Ich hoffe, ihr kanntet wenigstens 2, 3 noch nicht, weil es ist wirklich schwer, noch Fakten zu finden, die nicht so bekannt sind in der Community. Und wie gesagt, mit dem Gewinnspiel einfach Abonnent sein und kommentieren. Irgendwas. Der Gewinner der Pixel Mario Amiibo wird dann am Ende vom Januar preisgegeben. Und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, liebe Leute. Haut rein. Ciao und tschüss, euer Theo.